Rookie hat damit zugesehen, wie sein Volk versklavt wurde. Okay. Ja. Wart. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ja. Okay. Right. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, wir sind jetzt wieder hier auf Kashyyyk. Wir haben, glaube ich, alles hier auf Kashyyyk abgeschlossen. Ich weiß es nicht. Kann natürlich, ne, hier fehlen noch ein paar. Okay, keine Ahnung. Aber darum kümmern wir uns jetzt nicht. Ich habe 100% hier erreicht überall und ja, das ist das, was zählt. Und keine Ahnung. Ich werde dann mal auf dem Weg zu unserem Schiff wieder gehen und gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen zu diesem Holotisch hingehen und nach Datumir, also Richtung Datumir hingehen, aber ich würde sagen, wir gehen erst Upsala. Was? Okay. Warum nicht? Wir gehen Richtung, ich vergesse den Namen immer, Bogana. Weil da können wir doch, glaube ich, jetzt ein paar Sachen so erkunden jetzt, ne, mittlerweile. Wir ganz kurz gucken, hier gibt es nichts mehr, ne? Ging es, glaube ich, gar nicht weiter, ne? Gut, dann gehen wir mal zurück zum Schiff, zum Mantis. Und gucken wir mal, was die zu unseren ganzen Funden hier sagen. Ui. So, jetzt mehr Angriffskraft mit unserem Lichtschwert, ne? Also auch nicht schlecht. Und ups, war knapp. Nein, komm mit, wir haben keine Zeit für sowas. So, hier hatte ich schon, ne? Dieses Macht-Upgrade oder Heilungs-Upgrade oder was auch immer es war, ne? Ja, da brauchten wir Dingens hier. Na, wie heißt es? Dieser Doppelsprung ist echt nützlich. So, ich hoffe, wir haben jetzt auch alles, womit wir irgendwie alles erreichen können, und es ist schon wieder am Längen während des Speicherns. Ich verstehe nicht, warum das manchmal so ist und manchmal nicht. Vielleicht hat nur auf diesem Planeten hier oder so, keine Ahnung. So, ist hier noch irgendwie was? Fauna, das heißt doch irgendwie Monster und so, ne? Also Fauna nehme ich mal an, dieser eine Boss fehlt uns noch, ne? So ein oder zwei Fauna fehlt uns hier, ne? Ich nehme mal an, keine Ahnung, ich meine dieses eine Viech auf jeden Fall, und dann weiß ich nicht, kann ich den AT-AT hier den AT-AT untersuchen. Gut. Ja, wahrscheinlich irgendwann unter Wasser oder so verpasst, aber was soll's, habe ich ja eben nicht gefunden. Hauptsache ich habe am Ende irgendwie 100% oder so am Rumstehen gehabt, und wenn das nicht irgendwie mit Trophäen oder so verbunden ist, ist mir sowieso vollkommen egal. Ich werde mich ganz bestimmt nicht abrackern, wenn sich das nicht lohnt, auch wenigstens irgendwas. Hi. Cordova glaubt, der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datumir. Ist der Wookie gefunden? Ja.
aber es ist gefährlich dort. Das Imperium ist. Machen sich hier ein Mittagessen, während ich dann aus meinem Leben riskiere. Die zweite Schwester. Sie ist erstmal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die neunte Schwester ist besiegt. Glaube ich noch nicht ganz so. Aber okay. Alter, wie viel? Damals in den Klauen des Imperiums. Packst du da drauf? Wehrte ich mich kaum. Ich schwor, dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Aber am Ende zerbrach ich und lieferte ihnen Triller. Ich weiß, dass das niemand. Der fängt immer noch Salz drauf. Ist. Aber noch besteht die Chance, die anderen auf dem Holocron zu retten. Okay, also. Die neunte Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie, seid aber nicht beigetreten. Kerl. Schon okay, Sir. Wir finden Cordovas Holocron. Hey! Nimm die Laser aus meinem Essen! 90% Anteil von Salz. So. So. Ich will mit dir reden, aber ich bin, glaube ich, zu nah, ne? So. Wo ist eigentlich dieses eine Viech, das ich mal mitgenommen habe? Muss das nicht irgendwo hier sein? Keine Ahnung. So, weiß nicht, wir gehen mal auf Blau. Keine Ahnung. Wir machen nur irgendwie, weiß nicht, Filler-Sachen sehen, sag ich mal. Wir erkunden. Wir müssen ja wohl alles erkunden können jetzt auf Bogano, ne? Na, da kommt noch irgendwie eine Fähigkeit. Oh, sie können noch nicht fliegen. So, hey, guck mal. Oh, oh, ich hatte noch ein Milchgras. Jemand spricht mit mir. Keiner will reden. Okay. Du. Entschuldigung, ich kann im Moment nicht mit dir reden. Okay, nix Story-mäßiges. So, wir müssen nach Datumir jetzt, ne? Bogano. 88%. Sepho, da müssen wir auch noch mal hin. 6 von 14 Geheimnissen, ey. Na gut, der ist Bogano, ist nicht so groß. Also, nein, nicht die Karte. Wird das hoffentlich nicht so lange dauern, ne? Oh, Cree, was haben Sie gekocht? Es riecht furchtbar. Hört. Ich sage doch, auf der Mantis ist irgendetwas im Gange. Vielleicht hat der Kleine was eingeschleppt. Oder ist es doch Ihr Essen? Ich weiß ganz genau, wie mein Essen riecht. Das ist es nicht. Außerdem habe ich Haare gefunden. Haare, überall Haare. Und drahtig. So wie Ihre? Nein, nicht wie meine. Das ist bestimmt ein Hinweis. Wir haben einen blinden Passagier und ich werde es beweisen. Ja, das sagten Sie bereits. Hatten Sie Glück? Habe ich jemals Glück? Natürlich nicht. Ich werde alles im Auge behalten. Wenn Sie Spuren finden, sagen Sie es mir. Na klar. Setz dich hin, Kleiner. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Wenn wir da sind, warum soll ich mich dann hinsetzen? Was? So, ich muss die ganze Zeit nervös auf mein Mikrofon gucken, ob ich einen Ausschlag habe von meiner Stimme, weil das hat schon gerade wieder ein bisschen herumgespackt. Und das finde ich nicht so dolle. Diese eine Szene, die ich wahrscheinlich in Kashyyyk Part hier herangehängt habe, die war auch stumm, da wo ich so eine Feder da gefunden habe. Da habe ich eigentlich drüber gesprochen, aber mein Mikrofon hat schon wieder rumgespackt an dem Punkt. Also ja. Ach ja, die waren draußen, ne? Alles klar. Hi, na. Ein neuer Planet, ein neues gefährliches Risiko. Okay. Jetzt nicht, Kerl.
Okay, gut, dann kann ich mich mehr aufs Erkunden konzentrieren. So, und ich plane jetzt hier auch wirklich alles mal endlich zu finden. Also Landeplatz damals. Wie habe ich da erst 42% erkundet? Ja, kann jetzt wahrscheinlich wieder denken, dass das hier Zeitverschwendung ist, aber sobald irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so eine Macht-Upgrade-Fähigkeit oder so gefunden wird, finde ich, wäre das schon irgendwie lohnenswert hier. Und ich werde das brauchen. So, ja, hier werde ich doch bestimmt rüberspringen können, oder? So. 57%, da ist zum Beispiel was, wo wir noch nicht waren. Hi. So. Man, habe ich auch Viecher, ne? So. Nein, ich wollte nicht mit dir sprechen, BD. Ein Borgling. Hier ist bestimmt irgendwo ein Nest. So, und ich hoffe, wir können jetzt auch an dieser einen Stelle ja hochkommen jetzt. Was? Okay. So. Und los geht's. Ja, sehen wir es uns an. Ja. So. Und jetzt können wir auch hier irgendwie vernünftig durchlatschen, habe ich so Gefühl, und irgendwie diese ganzen ausgefallenen Wege zu nehmen, ne? So, hier ist neu, ne? Na komm schon, das schaffe ich nicht da hoch. Schaffe ich doch. Ups. Nee, da komme ich nicht. Oh, okay. So, hier muss ich wieder Parkour machen. Da unten war was. Da unten ist irgendwas, okay. Ach, wie habe ich da schon wieder nicht getroffen, ey? Ich so weit schon wieder sehen, ne? Was ist das? Was? Hier habe ich ihn nicht erledigt. Dann sieht mich ein bisschen verdächtig aus, aber da ist nichts. So. Ja. Da wird eine entspannte Episode, habe ich so ein Gefühl. Ja, danke. Ich glaube, ich will aber erstmal da oben hin. So. Und hier habe ich was gesehen. Ein Sack. Einen sackigen Sack. Eine Statue mit Blick auf das Gewölbe. Ich spüre, der Ort wurde mit Bedacht gewählt. Sepho-Kolonie. Hier sind Löcher. Aber hier sind keine Viecher. Ah. Und da ist eine Truhe. Das sollte mich wahrscheinlich einführen, ne? Du musst das einfach wissen, stimmt's? Ich muss da rein. Oh. Neuranium. So, erkundet, erkundet. Alles klar. So, Einsiedlerhütte. Oh. Oh. Pff. Ich hätte einfach so darüber springen können. So, da nehme ich an, ne? Weil da sind Hütten. Was eigentlich mit diesem ganz fetten Viech das hier war, ne?
Ist dann eigentlich respawned oder? Ja, jetzt will mal weg, seitdem ich da gekillt habe. Oh Gott. Ist auch viel entspannter, jetzt hier durch die Gegend zu rennen. Du! Also professionelle Ausweichschritte. Ich fasse das nicht. Da komme ich jetzt aber hinten zu diesen einen Viechchen. Sieht jetzt nicht irgendwie aus wie ein Viech, das irgendwie scharf aufs Kämpfen ist oder so, ne? So, wie ich verfehle ich jetzt schon wieder. So. Halt. Tun wir die Hütte ein andermal machen. Also heute. Oh. Geh mir aus dem Weg, Pflanzen. Da hoch. Ah, kommt du schon wieder. Ich habe so ein Gefühl, ich kann da nicht hoch. Ich versuche dahin zu lenken, aber geht nicht. So. Ja, mal schon alles. Und dann gehen wir da zu der Hütte, nehme ich an. Oh Gott. So, ich nehme an, hier unten irgendwo dann, ne? Ich habe hier was verpasst. Oh. Boah. Von hier bin ich da gekommen. Hier habe ich durch Stimpax bekommen, glaube ich, oder? Beim Betreten des Gewölbes hatte ich eine Vorahnung, wie vor mir die Sefu. Na, ja, hier war immer noch was. Mal gerade untersuchen. Da. Hey Sir, an was denkt ihr gern bei Cordova? An die Holoschachspiele. Cordova war immer so beschäftigt, ich musste mich praktisch selbst ausbilden. Oh. Aber für Holoschach hatte er immer Zeit. Wer gewann? Mal er, mal ich. Unsere Ansätze waren komplett verschieden. Kaum dachtest du, du gewinnst, war's vorbei. Ihr habt also viel voneinander gelernt. Ja, jeder auf seine Art. Muss den hier ein Schachbrett. Müssen hier ein Schachbrett. Jetzt sehen die hier schon wieder, was ich nicht sehe. So, hier haben wir übrigens alles gefunden. So, was ist das? Verlassene Werkstatt. Hi. Au. Also für zu heute wird es entspannt, ne? Hey, warte mal. Na, ich hab doch. Hilf mir, BD. Oh, jetzt hast du ein Problem. Ich werde den Boden mit dir aufwischen. Ah, komm schon, der hängt da fest. Hilf mir bitte. Würde ja zu gerne da reinschubsen, ne? Okay, diese Vase. Habe ich so ein Gefühl, vermasselt mir alles. Blockiert den voll. Heil mich, ich habe noch. Ich drück noch, aber ich habe keine Dinger mehr. Okay. Klärt einiges. Tschüss. Oh.
Nee, keine Lust. Ja, Problem, ich darf jetzt nirgendwo runterfallen. Vor allem, ich drücke die ganze Zeit nach oben. Ich denke mir schon, warum heile ich mich denn nicht? So. Wo ist denn der? Wenn ich irgendwo einen Speicherpunkt mal in der Nähe. So, keine Ahnung. Ich muss jetzt hier durchrennen, in der Hoffnung, nicht zu falken. Ja. Wo willst du, was ist da hinten? Ist da ein Speicherpunkt? Wenn ja, dann können wir mal den Typen versuchen. So, ich darf jetzt aber nirgendwo runterfallen, ne? Und ist irgendwo einer. Boah, da. Ja, und jetzt frag ich hier, pass auf. Boom, so. Okay. Was machen wir jetzt? Sollen wir den versuchen? Also, das wird mich irgendwie mehr motivieren, wenn ich wüsste, ich krieg irgendwie was, aber bis jetzt habe ich noch nichts von denen gekriegt. Ich krieg wahrscheinlich Einträge hier so, aber. Ich würde erstmal gerne dieses Macht-Upgrade oder was auch immer ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich. Komme ich da hin? Verlassene Werkstatt. Versuchen wir mal den Typen gleich. Ich gehe mal hier lang. Ich habe so Gefühl, wenn ich hier hochgehe, dann perfekt. Okay. So, und dann kann ich von mir aus da ein. Machen wir das. Da oben sehe ich, glaube ich, schon eine Truhe. Ne, die ist schon geöffnet. Da ist die Werkstatt. Ich muss schon sagen, habe ich noch nicht geöffnet. Was? Wir sind verschwunden. So, aber da alles hier. Okay. So. Oh Gott. So, warte mal, hier war da auch irgendwie was, glaube ich, ne? Ich weiß nicht mehr. Da ist die Rutsche, hier ist die große Kluft, da habe ich schon alles, ne? Ja. So. Irgendwas dahinter. Aber warte mal, ich kann tauchen. Stimmt, ja, da war was. Ich kann ja jetzt tauchen. So, und da sind die Truhen bestimmt, ne? Komm her. Oh, gut macht Billy. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, habe ich hier schon 100%. Ich guck mal, ist bestimmt was zum Scannen irgendwo. Da ist die zweite Truhe. Boah, das hast du gefunden, Billy. So, okay, hier war es so am Leuchten. Ich dachte, hier wäre was. Gut, aber die tun auch.
Alles klar, ich glaube, dann können wir jetzt wieder nach oben. Oh, lass mich erstmal. Nein, geh schon dahin. Hier haben wir auch alles. 98% erkundet. Ein Geheimnis fehlt mir noch und ich weiß auch, wo das ist. Also, ich weiß nicht mehr, wo es ist, aber ich weiß, was es ist und wie ich dahin komme jetzt. Hoffentlich. Sehr froh, das wird ein Spaß, ey. Wie komme ich hier noch mal? Ach so, boah. Diesen Roboter versuchen wir auch mal, wo ich mich sicherer fühlen würde, wenn ich diese Dings setze. Dieses Stimpack, die meine Macht voll heilen. So. Wo ist denn das Dingen? Also das Geheimnis hier, das mir noch fehlt. Da. Wie komme ich jetzt wieder dahin? Ne? Das ist die Frage. Ich würde sagen, wenn ich jetzt hier lang gehe, ne? Kann glaube ich nicht schauen, wenn ich ganz oben bin. Erstmal. Oh Gott. So. Müssen wir da lang. Einfach geradeaus. Ganz weit geradeaus. Au, ey. Wo müssen wir? Auf dem Weg ein paar Sachen hier schnetzeln, Erfahrungspunkte und so. Wer weiß, wann ich die gebrauchen kann. Ach, oh, komm schon, vorhin habe ich das geschafft. Oh, jetzt schaffe ich das nicht, ist klar. Wisst euch. Hilf mir, BD. Wieder normal. Ah, Drogen. So. Ich muss mir kurz an die Nase kratzen. So, jetzt habe ich Zeit. Oh ja. Oh. Ah. So. So. Ich errichte ich immer noch auf dem Weg. Ja, aber oh, ist genau hier unten, okay. So, hier ist das. So, und ich hoffe, diesmal komme ich auch dahin. Ey. Sollte ich jetzt eigentlich nicht? Ich habe es ja schon fast geschafft, irgendwie beim letzten Mal. Also fast geschafft. Das ist jetzt schon, was ich meine. So, ja, trotzdem irgendwie weiß ich nicht so eine. So was hier hinpacken können, womit man sich irgendwie denken kann. Ja, da komme ich noch nicht hin. Na, guck mal, wie einfach das jetzt ist. Boah. Gott. Erster Versuch, perfekt, bam, boah, so viel Frustration erspart, ey. Und ich hatte sogar, oh Gott, ich hatte sogar noch, weiß nicht, zwei vorher, hat sich sogar gelohnt, so, 100% erkundet, fehlt wahrscheinlich wieder hier irgendeine Fauna oder irgendwie sowas, aber steht 100% erkundet, also so Flora und Fauna, da fehlt mir schon wieder irgendwas, ich weiß nicht schon wieder was mir fehlt, aber die
die Kreatur, das ist wahrscheinlich dieses fette Viech, ne? Hey, du siehst irgendwie anders aus, oder es hat nur Licht. War nur Licht, okay. So. Boah, jetzt muss ich wieder diesen. Okay, nein. Das muss ich wieder diesen Roboter wieder finden. Das ist jetzt wieder. Ja. Gute Frage, ne? Oh, beinahe gewonshottet. Jetzt, wo meine Angriffskraft erhöht ist. So. Viel einfacher jetzt. Ey. So, warte mal. Ich glaube, ich will den Aufzug da benutzen. Ey, du, komm her. Oh Gott. Ich sag jetzt, ich werde jetzt einen Speicherpunkt finden, der auch relativ nah an dem Viech ist. Mich schneller ein bisschen, dass ich ja doch da wollte schon sagen. Ich dachte, ich kriege keine Erfahrungspunkte. Boom. So, gibt zwar nicht viel, aber gibt eigentlich überhaupt nicht viel. Aber so, warte mal, ich glaube, hier war das doch relativ nah, ne? Okay, gehen wir mal zu dem Viech hin. Ey. Ich verstehe nicht, wie ich den das jetzt mal irgendwie übersehen habe. Ich war da in dem gleichen Raum, glaube ich. So. Okay. So, wo war das jetzt nochmal? Und nee, da war ich doch gerade. Ich kann nicht oft genug sagen, wie umständlich ich diese Karte finde. Muss doch bestimmt irgendwas an dem Viech noch machen. Ja, doch bestimmt erkunden irgendwie, wenn ich da nah genug dran gehe. Hey. Fühlt sich dir sehr wohl. Beschützer von Bogano. Ist das nicht du? Habe ich schon wieder was gefunden. Muss ich nur genau richtig stehen wieder. Oh. Jetzt mal ehrlich, wo war das Viech nochmal? Oder ist der Speicherpunkt? Ich wollte schon sagen. So. Ich hätte gerne noch dieses Level up voll, bevor ich mich diesen Roboter stelle, damit ich die nicht verliere. Ja, danke. Halt einen Moment. Nee. Der wäre so gut gewesen. Oh, du. So. Auch danke, so, ich kam noch von hier, glaube ich. Ne, also muss das doch irgendwo in der Nähe gewesen sein. Irgendwo in so einem Loch musste ich rein.
Wahrscheinlich hier. Oder bei hier, ne? War doch hier, oder? Wo ist denn der? Nee. Ja, doch. Er ist hier. Habe ich sofort erkannt. Du, wo bist du? Auf. Ja, wieder zu. So, wir machen jetzt ganz lange. Ich würde am liebsten nur haben, wenn er auf mich schießt. So. Genau das wollte ich. Ich mach den Kampf viel einfach. Hey! Warum kann ich da nicht ausweichen? Ich brauche ein Stim-BD. Hilf mir bitte. Hierher, BD. Ja, super. Ich komme schon noch. Ah, jetzt funktioniert er wieder nicht, ey. Heilung. So, komm her. So. Der Maestro besiegt. War nicht zurück. Was ist das? Ernsthaft, das habe ich nicht erkundet von all den Sachen. Wer ist mit dem Typen? Ja, danke. Das ist, hey. Prioritäten, BD. Ja, zeig mal. Ja, wie sieht es jetzt aus? 4 von 4, 12 von 13, da fehlt noch immer was. Eine Sache fehlt mir, eine einzige Sache, das gibt es jetzt hier nicht. Ah, egal. Ich glaube jetzt nicht, dass das so wichtig sein wird. Halt. So, jetzt müsste ich ja alles haben, ne? Flora und Fauna, alles erledigt. Denn ja, mal auf Bogano haben wir jetzt absolut alles gut. Und wir haben den Planeten auch abgeschlossen und das sogar ohne zu schneiden, ohne irgendwie, weiß ich nicht, unglaublich viel Zeit zu verschwenden hier auf dem Planeten. So geht das doch. So geht das doch mal klar, finde ich jetzt. Lass mich nur zum Schiff zurückbinden. Gut, das heißt, wir müssen hier nie wieder zurück. Das ist schon mal sehr gut. Weil hier haben wir alles. Das heißt, nächstes kommt Zepho und das wird deutlich länger dauern, habe ich so ein Gefühl, bis wir da alles erledigt haben. Also ja, da wird bestimmt nicht in einem Part alles entdeckt sein. Da müssen wir ja noch auf Kashyyyk und oh Gott. Ja, ist klar. Okay, ich gehe einfach. Tschüss. Gut, finde ich gut, dass ich hier hingekommen bin, alles gefunden habe und jetzt wieder gehen kann. Hi. Ich brauche jetzt Zeit für mich, Herr. Alles klar, gut. Willst nicht reden? Gut. Alles klar, das heißt, in der nächsten Folge machen wir uns auf nach Zepho noch einmal, weil da gibt es noch eine ganze Menge, was wir noch nicht gefunden haben. Und jetzt mit unseren ganzen Fähigkeiten werden wir jetzt wohl da schön alles erkunden können. Ne? Genug, oh ja, völlig, absolut angemessen. Solider Durchschnitt. Reicht gerade mal so. 3, 4. Ich verstehe schon. Vielleicht finde ich noch mehr. Ich war Dankbarkeit, ey. Ich habe gern mein Leben dafür riskiert, ey. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht's ab nach Zepho. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo und ein Like, einen Kommentar, das wäre sehr lieb von euch und tschüss.